Harry Potter und Schon wieder irgendwas. Von Kadi und Kada. Gelesen von Mia. Es ist immer Harry Potter und immer. In Flourish und Blotz war die Hölle los, denn alle wollten die neuen Harry Potter Bücher kaufen. Blöderweise hatte Harry besoffen einen Vertrag für seine Namensrechte unterschrieben. Und ein gewisser Jens Kurt Rohling verfasste daraufhin den weltberühmten Erotikroman Harry Potter, klein aber schon durchgerammelt. Und nun wollten alle diese ollen Bücher mit Harrys verdorbener Lebensgeschichte kaufen, die laut Harry natürlich völlig übertrieben und teilweise frei erfunden war. Das neueste Buch, Teil 26, hieß Harry Potter und der halbverblutete Prinz. Dabei kannte Harry gar keinen Prinzen und einen halbverbluteten schon gar nicht. Er kannte überhaupt wenig Leute, die halbverblutet waren. Hi Harry, ich hab leckere Bonbons gegessen. Neville kam vorbei und blutete aus allen Körperöffnungen. Rattengift oder so hießen die. Ich dachte mir, es gibt ja auch Rattenschwänze, die so schön sauer sind. Oder weiße Mäuse, die so Marshmallow-mäßig sind. Oder Milchmäuse aus Schokolade. Und da kann Rattengift ja nur lecker sein. Neville kotzte Blut und Organe vor Harrys Füße. Sag mal, Neville, brauchst du das Herz nicht noch? Weiß nicht. Hermine kam mit einem Bollerwagen voller neuer Bücher vorbei. Hä? Oh, ist Neville schon wieder tot? Ja. Was ist es denn diesmal? Rattengift. Man kann von Rattengift sterben? Ron war hinter Harry aufgetaucht. Ja, man kann sogar von Salz sterben. Draco Malfoy, der gerade dabei war, seiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, nämlich Seiten aus Büchern rauszureißen, blickte auf. Echt? Wirklich? Ja, wirklich. Ohne Scheiß? Ja. Nee, echt jetzt? Ja. Ganz wirklich echt? Ja. Das ist ja so dumm. Draco ging weg und zerfetzte woanders Bücher. Wie kann man denn von Salz sterben? Na, wenn du einen gewissen Prozentsatz Salz im Blut hast, dann ist das tödlich. Da hat mal eine Mutter ihrem Kind 5 Löffel Salz in den Pudding gemischt und das Kind ist gestorben. Die hat bestimmt nur Zucker mit Salz verwechselt. Nein, das war Mord, denn der Magen und die Zunge rebellieren bei zu viel Salz. Außerdem schmeckt man das doch raus. Also muss die Mutter das Kind dazu gezwungen haben, das zu essen und... Wie hieß die Mutter? Weiß ich nicht. Jedenfalls war das Kind eigentlich nur ihr Stiefkind und... Was für eine Hausnummer hatte die? Keine Ahnung. Ich glaube, das sagt man auch nie in den Nachrichten. Stimmt es, dass Hühnchen eigentlich von Dinosauriern abstammen? Harry, ich versuche euch gerade zu erklären, dass... Wie viele Monde hat der Saturn? Bisher wurden 60 Monde in der Umlaufbahn des Saturns gezählt. Hermine war in ihrem Element und ratterte einen Wikipedia-Artikel runter. In Trabanten bildet der Saturn wie auch die anderen Gasplaneten ein System, das wie ein Minimodell des Sonnensystems wirkt. Harry schlug einmal mit den Augen auf. Okay. Das ist alles, was ich wissen wollte. Ich gehe jetzt mit Ron in die Erwachsenenabteilung. Komm, Ron. Hey. Okay. Hey, wartet! Ich will euch jetzt verdammt nochmal erklären, wie man jemanden mit Salz umbringt. Tschüss. Bleibt stehen! Harry rannte mit Ron im Schlepptau die Gänge entlang und konnte schließlich Hermine abhängen, indem er ihr Nevilles verrottete Gedärme voll in die Fresse klatschte. Er warf mehrere Regale, Tische, Stühle und Gäste um und versperrte ihr somit den Weg. Er folgte den Schildern mit der Aufschrift »Schmutzige Bücher«, wobei er das Kleingedruckte »Denn die Putzfrauen sind zu faul, um diese Abteilung sauber zu machen« leider nicht registrierte. Gerade als sie in die schmutzige Abteilung einbogen, krachten sie in Snape. Könnt ihr nicht aufpassen, ihr penisamputierten Mistkäfer? Paralysiert starrten beide auf den wütenden Snape, der die Bücher einsammelte, die er bei dem Zusammenstoß fallen gelassen hatte. Er hatte sich alle Ausgaben der Harry Potter Bücher geholt. Darunter auch die Super Special Sonderedition, wo nochmal alle Bücher drin waren, nur in einem passenden Karton verpackt für nur 20 Euro mehr. Ey, Professor Snape, haben Sie sich alle meine Bücher gekauft? Aha, es sind also deine Bücher. Die Bücher sind Eigentum von Flourish und Blotz, mein Junge. Jeder darf sie sich angucken, das ist nicht nur dein Spielzeug. Alle dürfen damit spielen und es steht nicht dein Name drauf, Freundchen. Doch, da. Harry zeigte auf den riesigen Harry Potter Schriftzug. Oh, oh mein Gott, seht mal da! Harry und Ron starrten ihn weiter an. Oh, es ist wirklich wichtig, dass ihr euch jetzt umdreht. Es geht um Leben und Tod. Meine Güte, dreht euch doch um, seht nur! Das ist der älteste Trick der Welt. Sie glauben doch nicht, dass wir darauf reinfallen. Ein dreibeiniger Todesstrahlroboter aus Krieg der Welten stampfte hinter ihnen zur Information. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Ich suche ein Buch. Ja, welcher Titel? Die Eroberung der Welt für Dummies, bitte. Ja, einen Moment, ich schaue nach. Tut mir leid, haben wir nicht auf Lager. Was? Wie
Wie schon gesagt, das ist der älteste Trick der Welt. Los, raus mit der Sprache. Warum haben Sie sich meine Bücher gekauft? Die sind gar nicht für mich, sondern für meinen Freund. Snape, Stuhl, Penis. Man darf doch wohl meinen Freund sagen, ohne dass da irgendeine Liebesbeziehung hintersteckt. Was soll ich denn sonst sagen? Kumpel? Ja, zum Beispiel. Das muss ich jetzt auch ständig sagen, wenn ich von Christian rede. Wer ist Christian? Mein Kumpelfreund Christian. Aber ich dachte, ich bin dein Kumpelfreund. Du hast mir nie was erzählt von einem Christian. Wer ist Christian? Sehen Sie, was ich meine? Na gut, dann sind die Bücher eben für meinen Kumpel. Ja, und wie heißt er? Flori. So, jetzt muss ich aber jetzt mal... Jetzt zum Geier ist Flori. Wir erinnern uns zurück. Jedes Mal, wenn man etwas in den Händen hält, das einem peinlich ist, sagt man, das gehört Flori. Doch wer ist Flori? Snape lüftete nun das Geheimnis. Florian Florensen. Der Florist aus Florida. So, jetzt muss ich aber weg. Tschüss. Hey, Sie müssen doch bezahlen. Tja, das war mal wieder ein lustiger Tag in Flourish und Blotz. Leider kamen Harry und Ron nicht dazu, Bücher zu kaufen, da Hermine sie schließlich erreichte und verprügelte. Nicht mal Schulbücher konnten sie kaufen, was der eigentliche Grund war, warum sie überhaupt da waren. Aber das machte nichts, denn Hermine hatte mal wieder von jedem Schulbuch 3 Ausgaben gekauft. Eins für die Schule, eins, falls das Schulbuch mal verloren geht, und noch eins für den Fall, dass das Buch, das, falls das Schulbuch mal verloren geht, verloren geht. Es waren noch ein paar Tage, bis die Schule anfing, und so verbrachten Harry und Hermine die letzten Feiertage bei den Weasleys. Sie saßen in Rons viel zu kleinem, klapprigen Zimmer, tranken Kakao und warteten, bis der Regen aufhörte. Denn sie hatten versprochen, draußen mit Ginny ihr Lieblingsspiel zu spielen: Hühnchen töten. Als Molly Weasley jedoch davon erfuhr, war sie strikt dagegen. Denn aus irgendeinem Grund war es Ginny, genauso wie ihren Brüdern, verboten, draußen im Regen irgendetwas zu machen. Harry wurde es kurz erklärt, doch der dahingestotterte Grund, die rote Haartönung könnte rausgehen, überzeugte ihn nicht wirklich. So saßen sie also nur herum und schnackten. Ey, Mann, ey, Ron, du alte Arschgurke. Was? Hermine schlug im Duden nach, ob es das Wort Arschgurke überhaupt gab. Harry sah genauer hin. Ach du meine Scheiße, es gibt sogar Harry Potter und der Duden? Ja, das ist eigentlich nur ein ganz normaler Duden, wo vorne dein Bild drauf ist, sonst hat sich nichts verändert, außer dem Preis. Ja, warum kaufst du dir das denn? Ich weiß es nicht. Ach, ich wünschte, ich hätte so viel Geld, dass ich zum Fenster rausschmeißen könnte. Okay, hier. Harry gab ihm ein paar Goldstücke. Oh, danke. Hui. Ron schmiss das Gold aus dem Fenster und sein Vater Arthur bekam draußen alles auf den Kopf. Sorry, Dad. Macht nix, mein Junge. Harry, wenn du so arschviel Geld hast, warum kaufst du dir nicht einfach alles, was du willst? Ich würde das machen. Nein, ich spare das für später. Für meinen Führerschein und für ein Auto. Und für Disneyland. Disneyland? Ja, ich habe mir immer gedacht, wenn ich mal arschviel Geld habe, dann würde ich mit all meinen Freunden nach Disneyland fahren. Einfach so, weil es das Klischee ist. Und dann Mickey-Maus-Ohren kaufen und Teetassen-Karussell fahren und irgendwelchen Pennern in schlechten Kostümen die Hand schütteln. Jetzt mal nur als Beispiel. Was wäre, wenn deine Freunde rein theoretisch absolut gar keinen Bock auf Disneyland hätten? Genau, es gibt außerdem einen Harry-Potter-Themenpark. Na, auf jeden Fall will ich meinen Freunden auch irgendwas gönnen. Jeder darf sich was wünschen, was er unbedingt haben will. Weltfrieden. Was? Das willst du wirklich? Mir ist das scheißegal, wenn irgendwo ein Niggerkind krepiert. Ich will eine Villa mit Swimmingpool und Heimkinoanlage und einen Ponyhof. Ron und Harry klappte die Kinnlade runter. Was ist? Werbung. Ja, ich hätte ja noch ein Happy Meal. Bitte. Mit Weltfrieden, ohne Käse und dem Spielzeug, das Musik macht und fliegen kann. Ja, 13 Milliarden Euro bitte. McDonald's. Ich liebe es. Morgens 9:30 in Deutschland. Oh nein, vom Knoppers! Oh mein Gott. Harry, was ist los? Ich hatte gerade eine Vision von einer Frau, die sich an einem Knoppers verschluckt hat. Wenigstens hast du nicht von Voldemort geträumt. Nein, weißt du nicht mehr? Ich sehe in meinen Träumen Dinge, die Voldemort mit seinen Augen gesehen hat. Das heißt, er ist gerade in Deutschland? Ich habe gar nichts von Deutschland gesagt. Oh. Währenddessen bei Lord Voldemort. Knopperswerbung. Langweilig. 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 Titten. Langweilig. Oh, mein Lord, könnten wir auch mal wieder Muggel umbringen und nicht immer nur Fernsehen? Mit Chipstüte und Bier in der Hand räkelte sich Lord Voldemort auf seinem alten, zerfledderten Sofa. Was soll das heißen? In einer guten Beziehung kann man auch einfach mal nur zusammen auf dem Sofa sitzen und Fernsehen, ohne immer irgendwas zu unternehmen. Aber wir machen seit Wochen nichts anderes. Was ist mit Harry Potter? Wollt ihr ihn nicht mehr umbringen? Ja, dieser kleine dreckige Bengel wird meinen Zorn wieder zu spüren bekommen. Es folgt der Lassie-Filmmarathon. Oh, aber erst nach der Sendung.
Am nächsten Tag lief der Lassie-Filmmarathon immer noch und Molly und Arthur Weasley brachten die Kinder zum Bahnhof. Und zwar zum berühmten Gleis 4. Hey, wieso gehen wir zu Gleis 4? Gleis 9 3/4 wurde abgeschafft, mein Junge. Das war denen zu kompliziert beim Schreiben, immer das Sonderzeichen 3/4 einzufügen. Aber das wird doch nicht geschrieben, sondern von Maschinen gedruckt. Nee, nicht in der Zaubererwelt, da gibt's keine Maschinen. Ja, dann sind die Muggel ja viel schlauer als wir. Jo, deswegen bin ich ja auch Fan von denen. Arthur ging zu einem vorübergehenden Muggelpassanten. Ich bin ihr größter Fan, ich liebe sie, kriege ich ein Autogramm. Okay, hier, aber lassen Sie mich in Ruhe. Yo, dankeschön. Dad, wieso ist das denn jetzt ausgerechnet Gleis 4? Vielleicht haben die 9 3/4 einfach durch 3 geteilt. Aber das wären dann ja 3 1/4. Super gerechnet, Ron. Aber da fehlen dann wieder 3/4, um auf die 4 zu kommen. Und wenn man die 9 von 9 3/4 umdreht, dann ist das eine 6. Und wenn man die 6 dreimal nimmt, dann ist das 666, die Zahl des Satans. Mein Junge, rechne nicht so viel, das schadet deinem Gehirn. Die Kinder stiegen in den Zug und es waren nur noch Plätze im 13. Abteil frei. Oh Gott, wir sitzen ja in Abteil 13. Wer von euch hat sich zuerst hingesetzt? Ich glaube ich. Und dein Geburtsdatum, ist das durch 6 teilbar? Keine Ahnung, nein. Glück gehabt, denn sonst wärst du jetzt ein Kind des Teufels und ich müsste die Welt vor dir retten. Mal angenommen, mein Geburtsdatum wäre durch 6 teilbar. Wie willst du die Welt vor mir retten? Ich muss dir ein Kruzifix in den Mund rammen und 3-mal das Vaterunser beten und dir einen Rosenkranz umbinden und dich taufen. Und dann musst du selber noch einmal das Vaterunser beten. Wie soll ich denn beten, wenn ich ein Kruzifix im Mund habe? Das ist dein Problem, mein Freund. Ah ja, und muss das Kruzifix aus Holz oder aus Silber sein? Damit hatte Harry Rons Gehirn schachmatt gesetzt und Ron dachte die halbe Zugfahrt darüber nach. Hermine blätterte derweil in einem ihrer Bücher. Also in Harry Potter und die Bibel steht, dass Dämonenaustreibung am besten... Mann, jetzt gibt's schon eine Bibel von mir. Die sollen meinen Namen gefälligst nicht auf jedes schwule Buch drucken. Die Bibel ist schwul? Ja, und wie? Ich verklag die. Das geht nicht. Du hast besoffen einen Vollmachtsvertrag für deinen Namen an diese schäbige kleine Kinderbücherei verkauft. Was? Was? Ja, und danach hast du dir ein Tattoo stechen lassen. Ein Tattoo? Wo? Was für eins? Sag ich dir lieber nicht. Auf Harrys Stirn war ein großes Tribal-Tattoo, das einen Schriftzug umrahmte. Ein Fick. 10 Euro. Ist es ein Anker? Nee. Ein Drache? Nee. Eine nackte Frau? Nee. Ein Herzchen, wo deine Mom in der Mitte steht? Nee. Puh. Aber du warst doch betrunken, als du den Vertrag unterschrieben hast. Also unzurechnungsfähig. Der Vertrag ist somit nichtig. Ich ruf da jetzt an und beschwer mich. Harry rief in der kleinen, schäbigen Kinderbücherei an. Hallo, schäbige kleine Kinderbücherei Zentralbüro. Was kann ich für Sie tun? Heißen Sie echt so? Ja, danke für Ihr Interesse. Auf Wiederhören. Hey, aber ich... Das war jetzt schon die dritte Person, die diese Frage gestellt hat. In einer Minute. Sollte ich vielleicht warten, ob die Anrufer noch mehr Fragen haben? Nee. Die Sekretärin begann damit, sich die Fingernägel zu lackieren. Fräulein Müller, könnten Sie mir bitte das hier kopieren? Oh, und dann diese Firma hier anrufen und das Abendessen mit dem Firmenvorsitz absagen? Ey, hallo, ich bin eine Sekretärin. Für solchen Kram bin ich nicht zuständig, okay? Ach. Sie lackierte sich weiterhin die Fingernägel, kaute Kaugummi, telefonierte mit ihrer besten Freundin, las Frauenzeitschriften, zog sich Lippenstift nach und lächelte dämlich. Okay. Rückwärts ging der Chef zurück in sein Büro. Und verschloss die Tür. Währenddessen bei den Gryffindors. Ey, die hat einfach aufgelegt. Ey, mach Sturmklingeln. Das geht nur bei Haustürklingeln, Ron, nicht bei Telefon. In einem anderen Abteil saßen Dumbledore und McGonagall schweigsam nebeneinander. Plötzlich fing Dumbledore an zu erzählen. Ich weiß noch, als sie das Telefon erfunden haben. Das war 1982. Wieder bei den Gryffindors. Hermine und Ron guckten sich weiter Harry Potter und die Bibel an. Ey, langsam reicht's mit diesem Harry Potter und Kram. Nicht nur, dass ich übelst genervt von den ganzen Büchern bin, ich wundere mich auch, dass ihr die alle gekauft habt. Die haben wir nicht gekauft, die lagen im Zug herum. Vorne in der Dampflok schrie der Schaffner seine Mitarbeiter an. Wir müssen schneller fahren, werft noch mehr Harry Potter Bücher in den Ofen. Nein, wir können den Ofen nicht noch mehr anheizen. Wenn er zu heiß wird, fliegt uns das ganze Ding um die Ohren. Ein aufmüpfiger Arbeiter, bewerft ihn mit Harry Potter Büchern. Irgendwann kam der Zug an und alle machten sich auf den Weg nach Hogwarts. Einige vorbeigehende Schüler sahen Harrys Stirn mit weit aufgerissenen Augen an. Harry dachte sich, dass es wahrscheinlich einige der wenigen Schüler waren, die die berühmte Blitznarbe auf seiner Stirn noch nicht kannten. Es war jedoch das Tattoo mit der preisgünstigen Aufforderung zum Geschlechtsverkehr, welches auch die Blicke eines gewissen Slytherins auf sich zog. Ein Fick, 10 Euro? Hey Potter, was hat das denn zu bedeuten? Draco Malfoy stupste Harrys Stirn an. Harry dachte immer noch an seine Blitznarbe.
habe. Oh, Draco, das war Lord Voldemort. Der dunkle Lord hat dir das verpasst? Oh ja, das habe ich schon eine Ewigkeit. Bist du dumm oder so? Also, ist der dunkle Lord sowas wie dein Zuhälter? Dann verstehe ich aber nicht, warum er dich bekämpft. Du bist wahrscheinlich nicht genügend anschaffen gegangen. Oder hast dich geweigert, als er selber mal umsonst in dein Loch lunzen wollte. Egal, hier hast du 10 Euro, wir treffen uns nachher, Bitch. Malfoy stolzierte macho-mäßig von dann. Hä? Ich glaube, wir müssen dir jetzt doch was über dein Tattoo erzählen, Harry. Und Hermine erzählte. Was? Was? Wieso sagt ihr mir das erst jetzt? Harry wuschelte sich seine Haare über die Stirn. Wir haben es dir nicht gesagt, weil wir wussten, dass du dich aufregst. Ach, und ihr dachtet, von anderen Schülern damit gesehen zu werden, würde mich nicht aufregen. Naja, also... Ein Fick mit Harry Potter. Nur 10 Euro. Das ist echt günstig. Halt die Klappe, Malfoy. Immerhin hast du jetzt 10 Euro. Davon kannst du dir 10 Hamburger bei McDonald's kaufen. Oder 100 Kaugummis. 100 Kaugummi. Was mache ich denn jetzt? Hermine, gib's nicht irgendeinen Zauberspruch. Ein Spruch gegen Tattoos. Oh, bitte, Harry. Nein. Und wie kriege ich das Tattoo jetzt weg? So wie alle anderen auch. Lass es weglasern. Aber das muss doch kontinuierlich in vielen Sitzungen über Monate gemacht werden. Ich will, dass es jetzt weggeht. Erst diese ganzen Bücher und jetzt auch noch das. Ist die ganze Welt gegen mich. Hier, nimm erstmal mein Abdeckpuder. Danach lasse ich mir was einfallen. Doch das Puder überdeckte das Tattoo nur spärlich. Außerdem zwinkerte Draco ständig Harry zu, als sie in der großen Halle saßen und zusahen, wie der sprechende Hut mal wieder die neuen Schüler in ihre Häuser einteilte. So, alle fertig? Jo, dann bitte ich jetzt mal alle Hufflepuffs sich dort drüben aufzustellen. Und jetzt bitte lächeln. Dumbledore holte eine alte Polaroid-Kamera hervor und machte ein Foto. Das Schulbudget ist dieses Jahr recht knapp, weshalb wir euch bei eBay versteigern. Los, rein mit dir. Rein hab ich gesagt. Ach. Die Hufflepuffs wurden eingepfercht und in Kartons verpackt. Ursprünglich wollten wir ja Flitwick versteigern, aber der hat überhaupt nichts eingebracht. Na, da werden die Hufflepuffs ja auch nicht viel einbringen. Wer will die denn schon? Sagte McGonagall. Naja, kleine wehrlose Kinder. Das ist doch was für pädophile alte Säcke. Dumbledore zwinkerte und stupste sie an. Also wenn sie mich fragen, dann sollten wir sie verkaufen. Und zwar an Lord Voldemort. Das würde garantiert eine Menge einbringen. Ja, oder gleich Harry Potter. Den wollte der doch schon immer haben. Harry, ja. Kommst du bitte mal? Okay. Nein, aber ich, das war doch nur ein... Sie müssen doch Harry beschützen. Ja, was ist denn los? Harry versuchte, so gut es ging, seine Stirn zu verdecken. Mensch, Harry, was sagst du dazu, wenn ich mal ein Foto von dir mache? Los, zeig mir dein schönstes Lächeln. Und nimm mal die Hand von der Stirn. Man muss doch die Blitznarbe sehen, damit man weiß, dass du der echte Harry Potter bist. Die Narbe, die habe ich nicht mehr. Die habe ich wegoperieren lassen. Ach, das war doch ein Fluch. Sowas kann man nicht wegoperieren lassen. Jetzt zier dich nicht so. Es ist zum Wohl der Schule. Ich brauche ein Bild für eBay. Wie zum Wohl der Schule? Ach so, sie wollen ein Bild von mir bei eBay versteigern. Ja, ein Bild. Komm schon, nimm die Hand weg. Nein. Harry wurde die Hand vor der Stirn weggerissen. Was hast du denn da auf der Stirn? Eine Matheformel? Wir unterrichten doch gar kein Mathe hier an der Schule, mein Junge. Die brauchst du doch gar nicht. Außerdem kannst du die eh nicht lesen, weil die auf deiner Stirn ist. Du bist so dumm. Zum Glück hatte Dumbledore mal wieder seine Brille nicht dabei und erkannte überhaupt nichts. Die Fotos, die er vorher von den Hufflepuffs gemacht hatte, waren auch nichts geworden, da er die Wand daneben fotografiert hatte. Stattdessen trug Dumbledore seine alte Sonnenbrille, weil er dachte, dass er damit cool aussieht. Dass Sonnenbrillen seit den 80ern nicht mehr cool sind, hat ihm leider keiner gesagt. Bitte lächeln! Wenn das Bild dann bei eBay versteigert wird, sehe ich dann auch was von dem Geld? Nee, aber du wirst eine schöne neue Behausung kriegen. Wo, weiß ich noch nicht genau. Hey, psch, McGonagall, wo wohnt Voldemort eigentlich? Wenn wir das wüssten, dann hätten wir deutlich weniger Probleme. Hat der nicht in der Nähe von so einem Friedhof gewohnt? In so einer Villa? Auf Malle? Das ist ihre Villa. Ach so, ja. Ich erinnere mich noch. Da habe ich einen Freibiersaufwettbewerb mitgemacht und mit halbnackten Mädels in der Disco auf den Tisch getanzt. Oh, und dann habe ich ein Boot geklaut und bin besoffen aufs Meer hinausgefahren. Dumbledores Erinnerung ähnelte stark dem Film Ballermann 6, den er am vorigen Tag gesehen hatte. Er war aber der festen Überzeugung, ihm wäre das alles wirklich passiert. Und dann habe ich die Welt vor Aliens gerettet, indem ich ein Virus auf deren ihren PC drauf gemacht habe. Und ich war schwarz und dann habe ich eine Zigarre geraucht und den Alien voll in die Fresse gehauen und gesagt, willkommen auf der Erde. Das ist echt cool, Dumbledore. Wer bist du denn? Kurze Zeit später hatte Dumbledore das Foto von Harry bei eBay hochgeladen. Dumbledore konnte übrigens super gut mit Internet und PC umgehen, da er den unstillbaren Drang hatte, Jugendkultur zu erlernen. Er hatte eine Website, auf der er ganze 3 Bilder von den gerade angesagtesten Bands gestellt hatte.
mehr nicht. Außerdem chattet er auch immer mit 12-jährigen Mädchen und gab sich als Tobias-14 aus. Aber was trieb ein gewisser User namens Kuschelbunny gerade? Lust auf CS? Mein Lord. Stör mich nicht, hier hat gerade einer angebissen. Hi, Tobias-14, hast du schon Schamhaare? Ich habe Neuigkeiten für Sie, mein Lord, über Harry Potter. Was für Neuigkeiten? Hast du oft einen Steifen? Potter wird bei eBay versteigert. Das Merkwürdige ist, dass ganz unten in der Anzeige steht: Lieber Lord Voldemort, schlagen Sie zu. Ob das eine Falle ist? Niemand kann mir, Lord Voldemort, eine Falle stellen. Das kann nur ich selber. Sie können sich selbst eine Falle stellen? Ja. Oh, eine Mausefalle mit Gummibärchen drin. Gummibärchen. Sehen Sie? Ja, was machen wir jetzt? Bieten Sie 2 Euro. Mein Lord, es gibt Millionen Harry Potter-Fans. Die werden alle versuchen, Potter zu ersteigern. 2 Euro! Und so boten die Todesser im Auftrag von Lord Voldemort 2 Euro. Einige Zeit später war die eBay-Auktion vorbei. Wir haben ganze 2 Euro! Das ist ja nicht gerade viel. Sie haben doch keine Ahnung vom Versteigern. Manchmal bekommt man mehr und manchmal eben weniger. Ich habe schon oft mehr für etwas bekommen, was überhaupt nichts wert war. Zum Beispiel habe ich einmal eine alte Rasierklinge von mir versteigert. Dafür habe ich 1 Euro bekommen. Davon konnte ich mir dann 2 neue kaufen. Dabei rasiere ich mich nicht mal. Ha! Dumbledore schmiss seinen Bart über die Schulter. 2 Tage später kurfte ein gelbes Postauto über das Riddle-Anwesen. Was willst du, Sterblicher? Ja, ich hätte hier ein Paket für Tom Forlost Riddle. Was für ein bescheuerter Name. Haben Sie keine Angst vor mir? Hey, Jungchen, ich arbeite bei der Post. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Endlich ist es soweit. Endlich gehört Potter mir. Und ich kann nun mit ihm machen, was ich will. Ich bräuchte hier eine Unterschrift. Moment. Muss ich jetzt mit Riddle oder Voldemort unterschreiben? Das ist mir egal. Ich werde morgen entlassen. Okay. Voldemort. Mord. Sie haben ja aus den O's kleine Herzchen gemacht. Ja, ich weiß. Warum? Weil ich sie süß finde. Okay, schönen Tag noch. Der Postmann trabte zurück zu seinem Postauto, stieg ein und raste in den nächsten Graben. Voldemort packte währenddessen das Paket aus. Luft! Harry hustete Styroporkügelchen aus. Wo bin ich hier? In deinem schlimmsten Albtraum. Ohne meinen Schwanz aufzuwachen ist mein schlimmster Albtraum. Na dann eben dein zweitschlimmster. Ein Mädchen, das mit langen nassen Haaren auf seinem Brunnen steigt. Ach, na dann dein drittschlimmster Albtraum. Sex mit McGonagall. Okay, viertschlimmster. Einige Albträume später. Ach, an welcher Stelle stehe ich denn bei deinen Albträumen? Ich glaube Nummer 46. Okay, machen wir da weiter. Okay, los, frag nochmal, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? In deinem 46-schlimmsten Albtraum! Oh mein Gott, Angst! Und jetzt mach dich auf dein Ende gefasst! Avada Kedavra! Und nun geht es weiter mit unserem alten Fernsehserien, die schon damals niemand mochte, Marathon! Oh mein Gott, das muss ich sehen! Harry, willst du mitgucken? Okay. Und so verbrachten Voldemort und Harry viele Tage damit, auf dem Sofa zu sitzen und die Glotze anzustarren. Sie fraßen Chips, bestellten sich Pizza, tranken Bier und wurden beste Kumpel. In Harry fand Voldemort den Partner, den er sich immer gewünscht hatte, mit dem man einfach nur auf dem Sofa sitzen und nichts tun konnte. Voldemort sah Harry tief in die Augen. Sag mal, Harry, was steht da auf deiner Stirn? Ein Fick 10 Euro? Oh, ach das, ja, ich war besoffen und hab mir das tätowieren lassen. Voldemort kramte 10 Euro hervor und rülpste Harry ein Herzchen ins Gesicht. In Hogwarts berieten sich McGonagall und Dumbledore. Schon ein Lebenszeichen von Harry gehört? Nee, aber sehen Sie mal, was ich von den 2 Euro gekauft habe. Einen Quietsche-Hamburger. Wenn wir einen Hund hätten, dann würde der sich jetzt tierisch freuen. Sie haben das letzte Schulgeld, das wir durch die Versteigerung von Harry Potter bekommen haben, für einen Quietsche-Hamburger ausgegeben? Ja, dabei ist mir noch eine tolle Methode eingefallen, wie wir noch mehr Geld sparen können. Wenn wir das Essen für die Schüler durch Plastikessen ersetzen, können wir es einfach abwaschen und wiederverwenden. Gucken Sie mal. Und er ist immer noch ganz. Währenddessen im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Wo ist eigentlich Harry? Keine Ahnung, ich habe ihn seit unserer Ankunft in der großen Halle nicht mehr gesehen. Wieso nehmen wir nicht einfach die Karte des Rumtreibers und schauen, ob Harry irgendwo im Schloss ist? Hermine durchwühlte Harrys Sachen.
Eigenartig. Harry wird überhaupt nicht angezeigt. Gar nichts wird angezeigt. Ich glaube, die Karte ist kaputt. Hermine, das ist Harrys Unterhose. Hermine klatschte die Unterhose McGonagall ins Gesicht. Professor McGonagall, was machen Sie denn hier? Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass Harry bei, ihr wisst schon wem, ist. Beim Frauenarzt? Nein, bei dem, dessen Name nicht genannt werden darf. Hitler? Nein, bei Lord Voldemort, Mansion Skinner. Dumbledore ist auch nicht mehr ganz bei Sinn. Es liegt nun an euch, Harry zu befreien. Wieso wir? Woher sollten wir wissen, wo er ist oder wie wir ihn befreien können? Wir haben Voldemorts Adresse bei eBay. Wir haben rausgefunden, dass er eine Schwäche hat, dort alles Mögliche zu ersteigern. Einige Tage später fuhr wieder einmal ein Postauto über das Riddle-Anwesen. Ja, meine gebrauchte Rasierklinge und meine Leopardenmuster-Leggings sind endlich da! Hallo, ich bin ein Happy-Postbote. Ich bräuchte hier eine Unterschrift. Happy Mail. Immer glücklich, immer froh. Post austragen ist das Allergeilste auf der Welt. Was ist mit dem alten Postboten passiert? Der hat mir irgendwie besser gefallen. Oh, der ist in den Ruhestand gegangen. Das stimmt nicht. Ich bin seit Tagen hier im Graben. Gib das Paket her. Oh, ich bin schon so aufgeregt. Das habe ich gar nicht bestellt. Wo ist Harry? Harry, wo bist du? Los, rücken Sie Harry raus. Voldy, die Serie geht weiter. Ich komme. Hä? Wollt ihr nicht auch mitgucken, Kinder? Das ist wirklich spannend. Also eigentlich sind wir hier, um Harry zu befreien. Nein, ich habe mich geändert. Mir ist klar geworden, dass Liebe viel mehr Spaß macht als Hass. Ich kann ihn nicht mehr gehen lassen. Er ist mein Ein und Alles. Mein Lord Potter hat die ganzen Chips weggefressen. Was? Niemand isst Lord Voldemort seine Chips weg. Du wirst sterben. Avada Kedavra. Expelliarmus. Crucio. Kamehameha. Show you can. Enem enem mai. Hadouken. Los, Hermine. Donnerschock-Attacke. Los, Ron's Mom. Body Slam. You lose. Voldemort schmiss den PlayStation-Controller weg. Okay, du hast gewonnen. Geh mit deinen Freunden. Und dann gingen Harry, Ron und Hermine zurück nach Hogwarts. Und alles war so, als wäre nie was gewesen. Wir haben immer noch kein Geld für die Schule. Wenn das so weitergeht, dann können wir Hogwarts schließen. Ach was, dann unterrichten wir einfach in meiner Villa auf Mallorca. Warum verkaufen Sie nicht einfach die Villa? Na, für die Villa habe ich doch das ganze Schulgeld ausgegeben. Das wäre doch albern. Badum-tisch. The End. Outtakes. Harry, mein Mikro ist ein bisschen runtergerutscht. So. So. Mehrere Regale. Ron Smith das. Du bist so dumm. Das ist witzig. Manchmal muss ich über mich selber lachen. Woher sollten wir wissen, wo er ist oder wie wir ihn befreien sollen? Befreien, Manu. Woher sollten wir... Oh! Ron, du kannst auch gar nichts. Das ist so ein einfacher Satz. Deine Mom ist ein einfacher Satz. Bam!